Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Loud, die Zukunft des Fernsehens. Marco Köder von Cybermedia aus Japan eingeflogen, hier zum VDZ, zum Expertenforum Mobile Media. Was machen deutsche Verleger im Mobile Web falsch? Was machen sie falsch? Ich denke, man muss sich angucken, wie sieht das Mobile Web in Deutschland momentan aus? Und ich denke, es gibt da noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Es steckt noch relativ in den Kinderschuhen. Für Verleger ist es auch schwer, momentan zu reagieren, da es eben gerade am Wachsen ist. Mhm. Wenn wir uns Japan angucken, da ist das Ganze schon wesentlich weiter. Wir schauen jetzt gerade auf 10 Jahre mobiles Internet zurück. Und wir haben auch eigentlich schon das ganze Ökosystem da, das man braucht, um Inhalte auf dem Markt anzubieten, auf dem Mobilmarkt und auch um seine Inhalte zu monetarisieren. Und da ist Deutschland halt momentan noch in den Kinderschuhen. Deshalb ist es für die Verleger momentan auch noch sehr, sehr schwer, in eben diesem kleinen Areal die ersten Schritte zu tun. Nun kommen Sie aus Japan, dem Vorreiterland, was solche Technologien anbelangt. Was ist sozusagen die Killer-Applikation in Japan mit dem Handy? Nun, also wenn man das normale Handy anschaut, den normalen Handygebrauch, natürlich sehr oft mobile E-Mail werden täglich genutzt. Was wird inhaltsmäßig am meisten genutzt? Musik ist ein ganz wichtiger Faktor in Japan, Spiele sind ein wichtiger Faktor, Social Network Services auch ein ganz wichtiger Faktor in Japan, dann auch Wetterinformationen, News spielen auch eine Rolle, mobile Mangas ist ein ganz, ganz großer Markt, also der Bereich E-Books ist sehr groß, der auch sehr gut funktioniert auf der Mobilplattform. Dann Mobile Decoration, also das kann zum Beispiel sein, dass man sich Bildschirmhintergründe runterlädt, dass man sich kleine Icons runterlädt, um sie in der Mail-Kommunikation zu benutzen. All dieses, wenn man sich es anguckt, ist es interessant, die Top 10 in Japan bezüglich mobiler Inhalte, die Top 5 gehen eigentlich sehr stark in den Bereich Entertainment und dann die nächsten 5 gehen eher so in den Bereich Information. Also auf dem Mobiltelefon ist das eine Mischung aus Entertainment und Information. Die deutschen Verlage haben ja das große Problem, dass sie im Internet ihre Inhalte nicht refinanziert kriegen über Werbung. Paid Content gibt es quasi nicht mehr oder nur noch in ganz seltenen Fällen. Was funktioniert da in Japan im mobilen Bereich anders? Ist da auch alles kostenlos? Eigentlich nicht. Also das mobile Internet in Japan, wenn man jetzt iMode als Beispiel nimmt, das fing als Walled Garden an. Es war ein Carrier, der hat eben sehr viele verschiedene Content-Pakete geschnürt, die größtenteils kostenpflichtig, aber für sehr kleine Kosten, so 1 Euro, 80 Cent, angeboten wurden. Aber was hier ganz wichtig ist, das war ein fairer Deal. Docomo hat gesagt, ihr Content-Anbieter, ihr habt eigentlich das, was unsere Plattform am Leben hält, der Inhalt. Also Content ist King. Und ihr sollt auch den großen Teil der Einnahmen bekommen an den Revenues, die generiert werden über die Nutzer. Und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Deal, wo auch viele Content dann, wie gesagt, das rechnet sich für uns. Wir bringen unseren Content auf die Plattform. Und die Nutzer waren auch bereit für diesen Content, eben wenn es nicht so teuer war, ein Abo zu bezahlen, wo man im Monat dann je nachdem 80 Cent oder 1,50 Euro dafür bezahlt. Sind solche Abo-Modelle denkbar für Deutschland? Also Paid Content sozusagen in Abo-Form auf dem Handy? Ich denke ja. Und ein wunderschönes Beispiel ist hier auch das iPhone. Das iPhone wurde eigentlich vom Businessmodell von iMode inspiriert. Also sagen, man hat einen Walled Garden, man bietet hier verschiedene Dienste an, man kann sich diese Dienste runterladen, bezahlt dann dafür, das wird alles dann direkt abgerechnet. Eigentlich ist das iPhone eine sehr intelligente Kopie von iMode in Japan. Und jetzt, wie wir auch gehört haben, das neue 3.0 bietet auch sogenannte Abo-Modelle. Und in Japan hat man vor 10 Jahren schon gesagt, wir bieten prinzipiell nur Abo-Modelle an. Also der User zahlt pro Monat einen gewissen Betrag, der sich auch automatisch verlängert. Und das Gleiche setzt sich jetzt auch im iPhone fort. Und wenn wir uns die Nutzerzahlen ansehen in Deutschland, wie viele Leute haben das iPhone, wie wird das iPhone genutzt, dann denke ich, ist da wirklich ein großes Potenzial vorhanden, dieses Modell auch in Deutschland durchzusetzen. Also Verleger aufs iPhone? Das ist der erste Schritt. Ich denke, es ist der erste Schritt. Das iPhone ist so der kleine Vorreiter, wo die Reise hingehen könnte. Sie sind auch Nutzer, Sie leben in Tokio. Wofür geben Sie mit Ihrem Handy Geld aus? Wofür ich Geld ausgebe, also gut, ich spiele gerne Spiele. Ich gebe zum Beispiel Geld monatlich aus für Spiele, die ich auf dem Handy spiele. Auch gerne mit anderen zusammen, sogenannte Online-Games. Es können ganz einfach Brettspiele sein oder auch wirklich Rollenspiele. Das ist das eine. Das andere, ich lese auch gerne mal ab und zu während der Zugfahrt Mangas.
Dafür gebe ich auch Geld aus. Also ich habe ein Manga-Abo. Ich habe auch ein Wetter-Abo für einen speziellen Wetterservice, der mich dann einfach alarmiert, brauche ich heute einen Schirm, bevor ich vor die Türe gehe, oder brauche ich keinen Schirm. Also das sind so die Services, für die ich auch gerne bereit bin zu bezahlen. Das könnten Sie aber auch mit einem Blick aus dem Fenster feststellen, ob Sie einen Schirm brauchen. Ja, prinzipiell ja, aber 10 Minuten später vielleicht nicht. Deshalb ist es besser, wenn man genau weiß, wie in 3 Stunden auch das Wetter wird. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.